Bei manchem treuen Vierbeiner hingegen ist es ja nahezu schon soweit. Sie werden verhätschelt und getätschelt, dass dagegen so mancher Mensch ein Hundeleben führt. Uns ist es gelungen, den vielbeschäftigten Wiener Zwergpudel Romeo vor die Kamera zu bekommen. Exklusiv durften wir ihn einen Tag begleiten und jetzt nur kein Neid. Luxus pur. Beef Tartar. Handgemacht. Vom Oberkellner höchst selbst serviert. Feinste Qualität. Und das alles für mich? Für mich allein. Und das? Ja, genau. Der da. Das bin ich. Romeo. Der gut aussehende Zwergpudel in Aprikot. Ein Hundeleben Deluxe. Ganz nach meinem Geschmack. Was ist Luxus? Dass man ihn pflegt, dass man ihm das richtige Futter zum Essen gibt, das machen wir uns auch. Ja? Also wenn man alle 8 Wochen ins Hundesalon geht, für mich ist das kein Luxus, für mich ist das notwendig. Weil wir duschen auch. Duschen schön und gut, aber Yoga? Mit mir? Renata meint das wirklich gut, aber das hier ist echt peinlich. Und deine ganze Aura, die jetzt mit Liebe gefüllt ist, mit Zuneigung, gibst du wie so einen Mantel, einen Schutz um ihn und umarmst ihn. Was? Aura? Und wer soll hier wen beschützen? Ich sollte eigentlich mein Revier markieren, anstatt umarmt zu werden. Wir verbinden unser eigenes Selbst mit unserem besten Freund. Ah, ach ihr, eigentlich sollte ich in der Wildnis mit Wölfen heulen, anstatt zu dieser Yogamusik herumzuwimmern. Was für eine Zeitverschwendung. Jetzt komme ich auch noch zu spät zum Friseur. Morgen. Ausgerechnet dieser haarige Hipster hat sich vorgedrängelt. Das dauert bei dem doch ewig, bis der trocken geföhnt ist. Hm? Tch. Oh Gott. Aber doch nicht in rosa. Was denken die eigentlich, wer ich bin? Ich bin immer noch ein Hund. Ich glaube, so verwöhnt wie ein Hund wäre man als Mensch eher selten. Ja, ich glaube, das hätte schon manchmal gewisse Vorteile. Ein Hut! Ein Hut! Renata, du weißt doch ganz genau, dass ich kein Hutgesicht habe. Ich glaube, Hund ist das egal. Uns gefällt das. So, einmal jetzt noch. Mir egal, von wegen. Aber gut, über einen Frack können wir reden. Das ist eher mein Stil. Und schließlich haben Frauchen und ich heute Abend ein Rendezvous im Kino. Hm. Eine Karte, bitte. Ein Hundepopcorn dazu? Bitte. Lecker. Gutes Essen, gute Pflege und vor allem viel Zeit mit meinem Frauchen. Das ist das perfekte Hundeleben.